Apple Else Tutorials. Heute zeige ich euch, wie ihr euer iPhone oder iPod Touch in den DFU-Mode legen könnt. Als erstes müsst ihr euer iPhone oder iPod Touch mit dem Kabel an den Computer verbinden und es muss ausgeschaltet sein. Also das iPhone muss ausgeschaltet sein. Okay, ihr macht den Power- und Home-Button 10 Sekunden lang, also ihr drückt die beide 10 Sekunden lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, dann 10 Sekunden lang den Home-Button. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann entdeckt iTunes. iTunes hat ein iPhone im Wartungszustand erkannt. Also, ihr habt euer iPhone in den DFU-Mode gelegt. Okay, bis zum nächsten Mal bei Apple Else Tutorials.